Herzlich willkommen zur Besprechung der fünften Aufgabe der zweiten Stufe für die Klasse 3. Alina, Bella, Celine und David wollen ein Tischtennisturnier austragen. Jeder soll gegen jeden spielen. Wie viele Spiele müssen insgesamt ausgetragen werden? Wir führen zunächst einmal günstige Bezeichnungen ein, um weniger schreiben zu müssen. Das heißt, für die Namen der Kinder verwenden wir jeweils einfach ihre großen Anfangsbuchstaben. Also für Alina ein A, für Bella ein B, für Celine ein C und für David ein D. Und dann ist ja schon eine Begegnung verraten. Also Alina spielt gegen Bella. Und dann kann Alina natürlich auch noch gegen Celine spielen. Wir schreiben einfach kurz AC. Und Alina kann auch noch gegen David spielen, also AD. Wie machen wir nun weiter? Wichtig ist, dass wir ein tolles, gutes Ordnungsprinzip haben, weil wir nur so sicherstellen können, dass wir keine einzige Begegnung vergessen oder vielleicht sogar doppelt aufschreiben. Und hier könnte eine Idee sein, dass wir alphabetisch vorgehen. Und darum haben wir zunächst auch mit den Spielen von Alina begonnen und müssten demzufolge jetzt mit den Spielen von Bella weitermachen. Gegen Alina hat sie schon gespielt. Das heißt, für sie gibt es jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Sie kann nämlich noch gegen Celine spielen und gegen David. Und schließlich haben wir noch eine letzte Begegnung, und zwar spielt Celine gegen David. Es finden also 6 Spiele statt. So, meine Lieben, ist es nicht so, dass wir ein bisschen Glück gehabt haben? Was wäre gewesen, wenn wir gar nicht 4 Spieler gehabt hätten, sondern 10? Stellt euch vor, wir hätten für 10 Spieler alle Begegnungen aufschreiben müssen. Wie groß wäre da die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Begegnung vergessen oder vielleicht doch Begegnungen mehrfach aufschreiben? Wir müssen uns also die Frage stellen, kann man die Anzahl der Spiele auch berechnen? Hast du eine Idee? Für Alina gibt es 3 Spiele, nämlich gegen Bella, Celine und David. Für Bella bleiben dann nur noch 2 Spiele, da sie ja gegen Alina nicht mehr spielen kann. Und für Celine bleibt dann nur noch ein Spiel, nämlich gegen David, da sie ja schon gegen Alina und Bella gespielt hat. Und 3 plus 2 plus 1 ergibt 6. Und damit haben wir nun die Anzahl der Spiele berechnet. Und wie viele Spiele gibt es nun bei 10 Spielern? Bei 10 Spielern gibt es für den ersten Spieler 9 Spiele. Für den zweiten dann noch 8, da er ja gegen den ersten schon gespielt hat. Für den dritten dann noch 7. Und so fort, bis für die letzten beiden Spieler noch ein Spiel übrig bleibt. Also gibt es bei 10 Spielern 1 plus 2 plus 3 bis plus 9 Spiele. Wir können vorteilhaft rechnen, indem wir 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6 berechnen. Wir kriegen also 4 mal die 10 und dann bleibt noch die 5. Und 4 mal 10 plus 5 ergibt 45. Das heißt, es würde dann 45 Spiele geben. Wir können es aber auch noch ganz anders berechnen, indem wir uns überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es für den ersten Spieler. Und bei unserer ursprünglichen Aufgabe gibt es für den ersten Spieler 4 Möglichkeiten, nämlich unsere 4 Kinder. Und für jeden dieser 4 Spieler gibt es jeweils 3 Gegner. Und da wir jeweils sagen, müssen wir diese Anzahl multiplizieren, müssen also 4 mal 3 rechnen. Und 4 mal 3 ergibt 12. Doch halt, wir haben doch gesagt, es gibt 6 Spiele und nicht 12. Wenn wir diese Produktregel verwenden, dann machen wir einen Unterschied zwischen den Spielen Alina und Bella Alina. Aber es sind ja beides die gleichen Spiele. Insofern haben wir hier die doppelte Anzahl von Spielen berechnet und müssen deshalb die 12 noch durch 2 dividieren, also 12 geteilt durch 2 rechnen und dann erhalten wir auch unsere 6 Spiele. Und nun werden wir gleich sehen, dass die Produktregel oft eigentlich besser zu handhaben ist, denn bei 10 Spielern bräuchten wir jetzt einfach nur rechnen. 10 Möglichkeiten für den ersten Spieler, dann jeweils für diesen Spieler 9 Spielmöglichkeiten. Wir müssen also 10 mal 9 rechnen, erhalten 90.
Jetzt ist aber jedes Spiel doppelt berücksichtigt. Wir müssen also noch 90 durch 2 dividieren und wir erhalten 45 Spiele. Nun noch zum Aufgabenteil B. Und nach den Vorüberlegungen vom Aufgabenteil A sollte uns dieser Aufgabenteil B sehr leicht fallen. Es kommt jetzt nämlich noch ein fünfter Spieler, unser Emil, dazu. Und damit haben wir nun zwei Möglichkeiten, die Anzahl zu berechnen. Bei 5 Spielern gibt es für den ersten Spieler noch 4 Möglichkeiten und dann für den zweiten Spieler 3 und so fort. Wir müssen also 4 plus 3 plus 2 plus 1 rechnen, das ergibt 10. Oder aber wir nehmen unsere Produktregel. Für den ersten Spieler gibt es nun 5 Möglichkeiten, für den zweiten dann noch 4. 5 mal 4 ergibt 20, aber jedes Spiel ist doppelt gezählt. Wir müssen also noch 20 durch 2 dividieren und erhalten auch 10. Es finden 10 Spiele statt. Damit haben wir die fünfte Aufgabe gelöst. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch diese Strategien, also Ordnungsprinzip, Summenregel, Produktregel merkt und vielleicht auch mal versucht, bei anderen Aufgaben anzuwenden. Denke doch zum Beispiel einmal über das Begrüßungsproblem nach. Also du kommst früh morgens in deine Klasse, hast vielleicht 24 Mitschüler und jeder einzelne Schüler möchte jeden anderen per Handschlag begrüßen. Wie viele Begrüßungen oder wie viele Handschläge würden stattfinden? Möchtest du dir weitere Lösungsvideos anschauen, dann schau doch einfach einmal auf unserer Homepage vorbei. Wir wünschen dir alles Gute, alles Liebe und bis bald.